Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge und ich mache weiter mit der Automatisation. Ja, das war ein bisschen wirr, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade in 1,5 Stunden das da gebaut. Das sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch wirr aus. Ich habe es etwas schöner gebaut, etwas kompakter, komfortabler. Das erkläre ich gleich noch. Aber erstmal, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht deutlich genug gesagt. Stromleitung. Ja, also wir haben hier jetzt Solarpanel als Strommacher. Und hier haben wir ein Kabel. Das ist ein Kupferkabel und hier kommt nichts an. Warum kommt hier nichts an? Weil ein Kupferkabel ein wenig Energie verliert ab dem 5. Kabel. Da jetzt aber genau dieses Solarpanel das einfachste ist, so wenig Strom produziert, also Stromeinheiten produziert quasi, verliert jede Stromeinheit einen so großen Teil, dass nichts mehr ankommt. Also eigentlich verliert es alles. So, wie kann man das verhindern? Entweder man baut keinen längeren Kabel als 4 oder man verlängert das mit so Badboxen. Das ist zum Beispiel ein Trick. Ja? Man macht 4 Kabel lang, macht eine Badbox, macht 4 Kabel, macht eine Badbox. Und das kann man mal ewig weitermachen. Das habe ich jetzt mal hier demonstriert. Das kann man ewig weitermachen. Es funktioniert. So, das sollte man wissen, weil so kompakt kann man nun wirklich nicht bauen, dass man keine Kabel länger als 4 Kabel macht. Natürlich gibt es noch andere Kabel, zum Beispiel das Glasfaserkabel, das ist kaum noch längenbeschränkt, aber wir beschränken uns jetzt erstmal auf das erste Kabel, das Anfängerkabel quasi, und das hat halt diese Begrenzung. So, dann kommen wir mal zu dem Gebilde da drüben. Ich erkläre erstmal, was das Ziel war. Das Ziel war, man kommt von einer anstrengenden Jagd zurück, hat das Inventar voller Zeugs, ja, und will das einfach nur loswerden und möchte sich jetzt nicht großartig darum kümmern, dass es verarbeitet wird. So, das heißt, wir haben jetzt hier mal eine Kiste, da soll alles rein. Na, das eigentlich ist das die Kiste, wo der Rest reinkommt, was woanders nicht landet. Also gehen wir mal hier lang rum zum Erklären. Erstmal haben wir hier eine Gummikiste. Gummi wird aus Sticky Resin gewonnen. Das könnten wir jetzt natürlich unten in das Gerät reinschmeißen, aber da unten stehen Haufen Geräte und das wollen wir nicht. Wir wollen hier alles reinschmeißen und hier soll Gummi rauskommen. Ja, das war der Test vorhin. So, dann haben wir hier eine Besonderheit. Wenn ich hier was reintue, nämlich Planken und Kohle, dann kommen hier Fackeln raus, die automatisch unten zusammengebaut werden. Also das ist schon gar nicht mehr Verarbeitung, das ist schon automatisierte Herstellung. Ja. Aber auf dem allerleichtesten Niveau, aber das ist so als Beispiel, sollte es gehen. Bei Fackeln braucht man immer. Ja. So, das können wir jetzt einfach mal testweise machen, weil das dauert ja eh länger. So, nehmen wir an, wir haben jetzt hier Holz gefunden, haben einige Bäume geschlachtet und haben jetzt Holz mitgebracht. Und ja, das Holz, das schmeißen wir hier rein. So, und einen halben Stack davon. So, gut. Und dann haben wir hier alles, was gepresst werden soll, kommt da raus. Das werden wir gleich noch sehen. Und hier, ich habe es jetzt einfach mal verarbeitet genannt, da kommt alles das raus, was gebraten wird und eventuell vorher noch macheriert, also zerstäubt quasi. Ja. Und hier kommt, wie gesagt, das raus, was sonst nirgendwo rauskommt. So, und dann testen wir das mal.
zack, 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 zack. Man sieht schon, hier wird ordentlich schnell alles rausgezogen. Warum das so schnell geht? Ja, das Holz lassen wir jetzt mal da, weil das packen wir dann eigentlich in die Holzkiste oder in eine Extrakiste, weil das wäre dann auch dann ein bisschen viel. Mehr können wir schon machen. Das funktioniert ja auch alles. So. Gut, und jetzt zeige ich mal, wie das funktioniert. Und danach kontrollieren wir, ob auch alles so funktioniert hat, wie ich das jetzt erkläre. So, als man sieht schon hier die Goldpipes, die beschleunigen das Ganze irre. Also hier ist die Kiste, wo alles reinkommt. Das wird jetzt erstmal fällt das alles in den Hopper und von dem Hopper geht alles über ein Pipe-System zur ersten Verteilung. Die erste Verteilung ist hier diese Diamond Pipe. Und in der Diamond Pipe habe ich eingestellt, wo was hin soll. Da, wo nichts eingestellt ist, kommt alles andere hin. Das ist weiß und gelb. Aber von gelb kommt es ja, also geht es nach weiß. Also alles, was hier nicht eingestellt ist, sieht man hier schon, geht direkt hoch in die Restekiste. So kann man auch übrigens dann sehen, ob Dinge falsch eingestellt sind oder Dinge eingestellt noch nicht eingestellt sind, die man eigentlich eingestellt haben möchte. So, also wir haben hier also die Schaltzentrale, das ist eine Diamond Pipe, davon kann man mehrere machen, dann wird das ganze System flexibler, aber man braucht natürlich auch Platz. So, also was haben wir hier eingestellt? Wir haben zum Beispiel eingestellt Essen. Das muss nur gebraten werden. Nur gebraten kann ich im Macerator nicht brauchen. Nur gebraten kann ich gebrauchen im Ofen. Das heißt, welches geht zum Ofen? Und zwar nur zum Ofen? Grün. Zack. Und schauen wir mal, ist das bei grün? Ja. So, was soll in den Macerator? Die Ohre zum Beispiel. Und die sind... Rot zeigt zum Hopper, was es in den Macerator packt. Und rot sind die Ohre drin. Dann haben wir noch blau, Uranium. Uranium muss gepresst werden. So, hier haben wir den Kompressor und blau. Blau, Uranium, hui, zack, in den Hopper und in den Kompressor und raus damit. So, und was haben wir noch übrig? Richtig. Schwarz. Da unten sehen wir es. Unten ist schwarz. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Da unten schwarz. Und schwarz geht in diesen Hopper und der ist am Extraktor. Schwarz. Sticky Resin. Das wird hier extrahiert und da kommt dann Gummi raus. Es geht dann hier hoch und in die Gummikiste. Ja, und hier sehen wir schon einen Fehler. Hier sehen wir schon einen Fehler. Hier sehen wir einige Fehler. Ja. Ja gut, damit befasse ich mich dann später. Das geht. Okay. Ja, irre. Okay, habe ich jetzt noch irgendwas nicht erklärt? Ah ja, genau. Warum habe ich jetzt an jedem Gerät, außer bei dem natürlich, wäre es sogar sinnvoll gewesen, warum habe ich jetzt an jedem Gerät einen Hopper? Genau wegen dem, was wir hier beobachten. Ohne Hopper fliegen die Sachen aus den Rohren raus, wenn der Abnehmer voll ist. Ja, also hier kommt jetzt zum Beispiel, hier kommen Sticks. Und die müssten jetzt hier lang gehen. Jetzt ist dieser Abnehmer voll und damit geht es da nicht rein. Zurück geht nicht, also weil zurück in ein blaues, wo hier ein Eingang ist und ein Ausgang, das verhindert, dass es zurückgeht. Ja? Dieses breite Teil hier ist der Eingang in das Rohrsystem. Das heißt, in diese Richtung kann das nicht gehen. Ja? Das heißt, es kommt hier rein in diese Schnittstelle und hat quasi nur fünf Ausgänge. Den,
den, hoch und runter. Ja, zurück wäre der sechste. So, das heißt, in erster Linie geht es natürlich in das Gerät rein. Aber wenn das voll ist, dann nimmt es irgendeinen anderen, der nicht blockiert ist. Und das so funktioniert eigentlich alles. Ja? Auch jede Kreuzung muss man aufpassen, wenn sich irgendwelche Rohre kreuzen, ja, dann sucht es sich einen Weg. Genau, und um das zu verhindern, gibt es eben den Hopper, weil der Hopper hat quasi einen Zwischenspeicher. Das sind 5 Felder, das ist natürlich nicht sehr viel, aber man kann auch mehrere Hopper übereinander packen, um das zu optimieren, aber das funktioniert jetzt so, dass erstmal werden diese Felder befüllt und es fällt durch den Hopper in das Gerät dann rein, was gerade schon drin ist. Das heißt, wenn da Eisen und Kupfer ist, hier in dem Hopper, und da unten wird gerade Eisen verarbeitet, dann fällt Eisen nach und Kupfer wird aufgehalten. Also das fliegt nirgendwo hin, sondern das wird aufgehalten. Das ist ganz wichtig. Also der Hopper ist ein sehr mächtiges Gerät. Gerade wenn man viele Sachen hat. Zum Beispiel hier werden ja jetzt Ohre verarbeitet. Hier kommen alle Ohre rein. Wenn ich jetzt den Hopper nicht hätte und hier würde ein Eisenohre kommen und ein Kupferohre und Eisen wird gerade verarbeitet, dann kommt das Kupfer, will rein, geht nicht, ja, weil das Ding hat ja nur einen Slot, dann fliegt es weg. Ja. Und beim Hopper macht es das nicht. Beim Hopper packt es sich einfach in einen neuen Slot und der Hopper schiebt automatisch nach, wenn diese Sorte verarbeitet wird. Deswegen packe ich alles immer, wird alles in den Hopper geschoben und der Hopper sorgt dafür, dass das, was gerade verarbeitet wird, einfach nachbedient wird, bis es dann leer ist und dann kommt das nächste Zeug. So, und weil ich hier keine Hopper habe, sind die Sachen rumgeflogen. So einfach ist es. Ja, hätte ich hier auch Hopper hingemacht, wäre das nicht passiert. Ja, warum sind hier die drin gelandet? Ganz einfach. Weil aus irgendeinem Grund habe ich da einen Ausgang gemacht. Das ist doch totaler Schwachsinn hier. Das braucht doch niemand. So. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, ursprünglich wollte ich das. Moment. Da geht's rein. Da geht's raus. Keine Ahnung, warum ich das hier so. Brauche ich eigentlich alles gar nicht. Genau, das heißt, hier brauche ich nur das. Ja, obwohl ich jetzt schon eine Stunde darum gedoktert habe, hat es noch seine Fehler. Ne? Also so einfach ist das alles nicht. So, also hier kommt das runter. Ach, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder, wozu das war. Ja, man lernt nie aus. So, dann packe ich da mal ja so hin. Und die Diamond Pipe. Ja, weil ja hier 2 Sorten runterkommen. Und es soll ja nicht. Ups. Es soll ja hier nur Holz rein. Und was passiert, wenn da Kohle runterkommt? Ja. Wenn da Kohle runterkommt, sollen die natürlich da rein. So. Das heißt, genau, das war auch falsch. Machen wir hier die Diamond Pipe hin. So. Und da natürlich Gold. Ja, wenn ich das jetzt dahin mache, ja, dann muss ich da wieder eine Iron hinmachen. Die Iron Pipe habe ich ja schon erklärt. Die Iron Pipe hat immer einen Ausgang. Und den kann man einstellen. Genau, das heißt, es geht jetzt da lang und hier kann ich jetzt einstellen, dass es da rein soll. So, und jetzt sage ich hier einfach, ups, jetzt sage ich hier einfach,
Kohle. Und Planks. So, grün soll die Kohle rein. Und blau sollen die Planks rein. So, wie gesagt, ich habe jetzt natürlich keinen Hopper. Das können wir ja ganz schnell lösen. Hopper. Und schon läuft es. Und hier machen wir auch einen Hopper. Ups. So. Müssen wir dafür sicherstellen, dass diese Verbindung hier, diese kleine Nase hier unten, dahin zeigt, wo es reinschieben soll. Ja, wenn ich das jetzt so mache, dann zeigt die nach unten und es geht nicht da rein. Deswegen muss ich Shift, Rechtsklick und dann geht es da rein. So, jetzt die einzige Schwachstelle ist jetzt, dass die Kohle hier direkt das Ding voll macht. Haben wir jetzt keine Schwachstelle mehr. So, also hier haben wir Kohle und Planks. Natürlich könnte man jetzt auch noch Holz zu Planks machen, aber das ist jetzt vom Platz her einfach nicht mehr. Genau. Also dieses Ding teilt Holz und Kohle auf, was man da oben reinschmeißt und verarbeitet es direkt. Und wenn es fertig ist, wird es hier hochgeschossen und in die Kiste. So, wollen wir nochmal gucken. Okay, Fackeln packen wir mal raus. Und da nochmal Planks und Kohle. So. Also da ist nichts drin, sehen wir. Und jetzt packen wir da mal Holz und Kohle rein, das wird alles rausgesaugt. Wird alles rausgesaugt. So. Müssen wir nur noch warten. So, und jetzt schauen wir mal, hat das überhaupt alles funktioniert? Erstmal haben wir hier Gummi. Jupp. Haben wir hier das Uranium. Jupp. Haben wir hier den Rest, alles verarbeitet. Eis, Tin. Essen, Iron, Copper, Gold, alles verarbeitet und hier quasi was nicht verarbeitet werden kann. Ja, genau. All den Rest, den wir da reingeschmissen haben, das ist jetzt hier drin. Und die Kiste ist leer. Das heißt, man kann sagen, wenn jetzt hier noch Fackeln drin sind, was ist denn da los? Liegt hier irgendwas rum? Das ist, schauen wir mal da rein. Wo ist denn die Kohle? Wo ist denn die Kohle? Da ist die Kohle. Warum schiebt der Hopper das da nicht rein? Aha. Okay, das läuft nicht so, wie ich das wollte. Ja, okay. Das läuft nicht so, wie ich das wollte. Müsste ich da den Hopper anschließen, aber dann geht das Ding wieder. Obwohl, das müsste eigentlich... Ne, es müsste doch genauso gehen. Das müsste doch genauso gehen jetzt. Das mache ich hier natürlich noch so ein... Redstone, zack und zack. So. Ja, mache ich hier mal ein bisschen zu. Ups. So. Und da kommt... Brauche ich gar nichts. Eigentlich brauche ich da gar nichts hinmachen. Das kommt ja direkt von da oben. Das muss jetzt einfach nur ein Iron vielleicht.
Das ist da auch. So. Das heißt, da geht jetzt eigentlich alles rein. Das heißt, das Ding brauchen wir gar nicht. Weil jetzt geht nämlich alles in den Hopper rein. Und da machen wir schnell die Kohle rein. Und dann beobachten wir mal, geht die Kohle da rein? Da kommt die Kohle. Aber wir haben natürlich doch, haben wir. Haben wir. Ist noch eingestellt. Jetzt kommt da die Kohle rein. Die ganze Kohle kommt da rein. Ja. So, und jetzt sehen wir nämlich genau die Funktion von dem Hopper. Hier ist jetzt ein gesamter Stack Sticks drin. Und da schiebt er deswegen nichts nach. Er sammelt das, er macht auch da bis zum Stack und macht einen neuen Stack auf und so weiter. Das heißt, er könnte jetzt hier, weil einer für Kohle gerade gebraucht wird, könnte aber 4 Stacks Holz speichern, bevor es nachschiebt. Und da er immer nachschiebt, fliegt da also auch nichts durch die Gegend. Ja, dieser Hopper ist wirklich eine tolle Sache, die man für solche Automatisationen gebrauchen kann. Ja, jetzt haben wir sogar einen Hopper gespart, weil das geht zum einen direkt die Kohle rein und zum anderen die verarbeiteten Sticks gehen da rein. Alles geht durch den Witt von dem Hopper da reingeschoben. Das Ding produziert Fackeln automatisch. Packt sie da oben hin. Und da sind sie. Und damit möchte ich mich verabschieden. Bis dann denn.